Hey Leute, wir sind heute in Niddatal beim Robert, weil er sich ein Aquarium gewünscht hat. Und er wünscht sich schon sehr lange ein Aquarium. Und heute ist es soweit, der Tag ist da, wo hier, wo ich stehe, ein Aquarium aufgebaut wird. Es wird ein Meerwasseraquarium, ein Poolbecken, ein sehr schönes Becken. Und eine Besonderheit gibt es heute. Wir haben einen Special Guest dabei. Der Mitarbeiter des Monats ist mit anderen Aufgaben betraut worden heute. Und ich habe gedacht, gut, da könntest du ja mal jemanden fragen, der sich überhaupt nicht mit Aquarien auskennt. Und hier ist er, mein Lakai für heute. Ich hasse dich jetzt schon, richtig krass, ohne Witz. Wir werden uns heute den Rücken krumm schleppen und ich werde dem Tobi mal zeigen, was ich dann so mache und wie ich es mache. Und wir freuen uns schon sehr lange auf diesen Termin. Auf jeden Fall. Okay. Das wird Mord und Totschlag. Ist gefährlich. So. Okay, so, schleppen. Komm. Das Becken ist 1,60, 70, 55. Aber dafür habe ich ja dich dabei, du bist ja ein alter Disco-Pumper. Ja, klar, ne? Hanau halt, ne? Hanau Disco-Pumper. Geh jetzt rüber mit diesem Einstieg. Ja, ne? Das fängt schon gut an. Mann. Der Dustin hätte schon eine Abmahnung bekommen. Mit einem Stück Rohr läuft der los. Geht ja, das los, ist hier richtig. Hier, das nehme ich als nächstes. Genau, dann pass auf, dann nimm doch noch den Kabelkanal. Alter. Eins nach dem anderen. Was ist denn jetzt hier los? Das gibt direkt auf die Omme, hör mal. So, das kriegen wir doch easy peasy hin, oder? Zack. Was hast du denn da? Bist du verrückt? Willst du durch die Tür kommen? Alter, Jonas, lass das. Ich habe noch eins daheim. Hast du noch eins abgeholt? Nee, sowas immer zu zweit machen, das ist... Okay, Herr Wenn Chef. Da was passiert. Nicht, dass wir irgendwelche Wände einreißen müssen oder so. Nimmst du eine ganze Kiste oder eine Radeon? Also nachdem ich nicht mal das Filterbecken tragen durfte, nehme ich lieber nur eine. Du könntest mal allein den Schrank reintragen. Ja. Jetzt nee, das darf ich ja auch nicht. So. Du bist hier in Hessen, du musst die Hose ein bisschen tiefer ziehen eigentlich. Ja, noch tiefer? Ja. Unterhose auch, oder? Ja, klar. Das ist immer dieser Naja. Man kennt das ja aus den Videos, der ist total ungeduldig immer. Ja, natürlich. Hängelt immer rum, hinterher die Hälfte kaputt. Ich finde es immer noch krass. Ich habe zwar gesagt, ich mache das für kein Geld der Welt, aber dass du das wortwörtlich nimmst, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, so ist das. Unbezahltes Schülerpraktikum. Genau. Girls Day. Pass auf, wir können das erstmal hier auf die Styroporkiste stellen, das Ding. Ja. Dann können wir den dann vernünftig packen. Pass auf, nicht das. Ja, genau. Warte. Okay. Hast du? Ich soll abstellen hier. Wir können einfach auf die Styroporkiste abstellen. Steht er schon? Nee, du stehst auf der Anhängerkupplung, glaube ich. Warte mal. Warte. Ja, ich halte. Janis, guck mal bitte. Ist die mittig drin, wir müssen von der Anhängerkupplung weg. Warte mal. Weiter. Jonas, du musst weiter. Junge. Hier ist die Anhängerkupplung. Wo ist denn die Kiste? Wir müssen jetzt, zu mir, ne? Jetzt. Alles klar. Weil die Anhängervorrichtung war die ganze Zeit da. Alles klar. Meine Güte, schon Panik hier am Morgen. Du weißt auch nicht, auf was du dich eingelassen hast. Nee, der ist 70. Noch lacht er. Der sollte eigentlich gehen. Ich bin Kummer gewöhnt. Sollte gehen. Sollte. Gut, komm. Diese doofe Anhängervorrichtung. Ja? Du hast doch eh nie einen Anhänger. Ja. Okay, hast du? Hab. Du musst gerade. Wir müssen ihn gerade haben. Ich kann das so nicht. Ja, okay. Vorsicht, hier ist so ein Griff an der Tür. Ja. Und hier ist ein Teppich, der knüttelt. Warte mal. Ich muss umgreifen, warte. Ja. Ja. Und runter, das Ding. Okay. Warte, ich komm. Das machen wir gleich. Mal auf der Platte mal. So. Das ist doch gut. Das hat schon mal gepasst. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ah, das ist Teamwork, sag ich dir. Schön machen Sie das, Herr Janis. Schön, gut, sehr gut. Wie er schon fertig ist, der Chef. Junge, ich habe irgendwie 4 Stunden oder 5 Stunden geschlafen die Nacht. Ich bin total richtig fertig. Wieder das Clubleben ausgelebt. Heute Nacht hast du mir noch Sprachnachrichten geschickt. Das Leben ist jetzt, Alter. Genau. Wenn du jetzt kippst. Ja, ich weiß. Okay, ja, du hast ja schon mal ein Aquarium getragen, nehme ich an. Ich kenne das mit dem Ding.
Aber das ist ja richtig Premium hier, sogar mit Glasstreben von den Silikonnähten. So muss das ja sein. High-End-Aquaristik. So muss das doch sein. Sag mal einfach. Hast du für mich auch so ein Teil? Ja, bringt nichts, weil du eine Folie hast. Ja, das kriegen wir doch wohl so auch hin. Komm. Ja, da sehen wir wenigstens die Stufen und so. Ja. Ich würde sagen, wir stellen das nochmal hier drauf, vorsichtig. Jetzt sehen wir auch, wo die Kiste ist. Ja. Oder Jan, das legt mal eben die Kamera weg und ihr hebt das seitlich zusammen. Ach, das kriegen wir hin, nee. Oder? Warte. Achso, du willst ja absetzen. Wir müssen weiter. Vorsicht mit der Anhänger. Ich dachte, wir greifen schon um. So, genau. Und dann einmal drunter und rein das Ding. Yes. Im Vergleich zum Schrank ist das schon... Ja, du siehst halt auch, wo du hindappst. Ist während deines Jobs schon jemals ein Becken runtergefallen? Bis jetzt nicht, bis heute nicht. Bis heute, okay. So, jetzt wirklich ganz vorsichtig hier. So drauf. Okay. Dafür liegt ja auch die Decke da. Und jetzt kannst du... Ist die Decke auch weg. Aber ich habe auch noch eine. Schön. Erst mal ein Käffchen trinken. Ja. Ist immer wichtig. Geil. Kaffee kennt man. Oh, an der richtigen Bar. Wo ist denn Maria Kron drin? Ja. Du bist mir eh so sympathisch, weil du einen Lego-Technik-Bagger da rumstehen hast. Geil. Richtig gut. Boah, geil. Ich muss kurz weg. Boah. Richtig cool. Geil. Ich finde das schön. Richtig schön. Sollten wir langsam mal anfangen zu kippen, wa? Genau. Ja, reicht dir das? Ja, super. Wir folieren den Boden weiß. Bei eben hier ist noch so ein bisschen Silikonschmier drauf. Was ist denn die wichtigste Vorkehrung beim Folieren? Dass die Scheibe sauber ist, auf jeden Fall. Du hast auch immer alles dabei, oder? Ja. Also du bist auf jedes erdenkliche Szenario vorbereitet. Ja, außer ein Stemmhammer halt, ne? Ja, okay. Jemand hat ja vorgeschlagen, dass wir das signieren und dass er das einfach so lässt und irgendwie versiegelt, ne? Und dann ist das halt die JS Aqua-Ecke. Ja. Bist du dran, ja? Ja, also ich bin sogar drüber auch hinten. Das ist gut. Der Naja ist immer drüber. Natürlich. Hast du die vorab schon zugeschnitten, weil das passt ja wirklich von der Tiefe her? Top. Das ist die 67,5er Folie. Ach, die! Ja. Kennst du? Das hätte ich mir auch selber beantworten können. Guck mal, die Sprühflasche. Hast du? Ja. Muss immer alles gut vorbereitet sein, das ist nicht so meine Stärke. Der Chef. Noch ist er nett. War schon. Noch ist er sehr nett. Er kann auch anders. So. Also ich werde heute wahrscheinlich weniger am Handy sein. Ich will keinen Anschluss bekommen. Oh ja, Handyverbot ist eh bei der Arbeit. Ist nichts hier mit YouTube-Studio checken die ganze Zeit. Und so. Das ist spezielles Wasser. Das ist Niddertaler Wasser. Niddertaler Wasser. Das ist auf jeden Fall speziell geeignet dafür. Hat mir jemand gesagt, dass es ja sinnvoll wäre, das ohne Wasser zu machen. Aber das ist die Hölle. Also die Folie ohne Wasser zu kleben, ist Handyverbot. Ist auf jeden Fall die Hölle. So, pass auf, du hältst das fest, hier ja. So. Das so in die Hand. Ich werde dich nicht enttäuschen. Findest du? Ich muss. Der Klassiker. Das habe ich mit dem Damas schon gemacht. Und das war lang geplant. Ja, sicher. Da freue ich mich den ganzen Tag drauf. Auf sowas. Müssen wir die gleich schön bündig ansetzen, weil wie du gesehen hast, ist die ziemlich... Ja, ziemlich passend. So halb auf der Silikante oder was? Okay, warte. Dann passt das schon. Und durch das Wasser... Das rake ich jetzt heraus mit dem Rakel. Schwarze American Express geht auch. Willst du das mal machen? Meine erste Wohnung hatte diese schönen altdeutschen Fliesen mit diesen Schiffsmotiven. Und das habe ich foliert. Kommt der denn her? Der ist ja mitten in der Folie. Ich rausbügel das Ding. Die Geschichte hat dich sehr wenig beeindruckt, ich merke schon. Nee, nochmal, Entschuldigung, ich bin manchmal ein bisschen... Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne. Schön aus der Mitte raus, nach oben raus. Ist es wirklich schön. Gut. Ah, schon ganz schön weiß aus von innen.
Ich glaube, wir haben einen neuen Folierer gefunden. Zack, 120 Euro die Stunde. Das kommt bei dir an, ne? Genau. Schön, guck mal hier. Oh. Darauf kommt es an, auf die Feinheit. Ja, sehe ich nämlich auch so. Guck mal hier. Zack. Oh. Gerne gucken. Aquarien, Anlagenbau, naja. Drück mal dagegen, damit ich dir den Finger schneiden kann. Mhm, schön. Ich rutsch dann direkt mal ab. Kannst du mal dein Verbandszeug holen, von dem du eben gesprochen hast. Jo. Habe ich wenigstens das gut gemacht? Hast du sehr gut gemacht. Tricky wird es ja jetzt mit den Löchern. Geht so. Du siehst ja nichts im Schacht. Die schneiden das so, machst du einfach relativ zack. Grob okay. aus. Damit wir auch mit den Fittingen easy. Nicht auf der Folie sitzen. Kannst du nicht sagen, das ist jetzt so und beim nächsten Mal ist das wieder so. Und da ist der Lieferschein. Ja. Hast du? Ja. Okay, alles klar. Geht das? Warte. Weil jetzt, das habe ich nicht kommen sehen, jetzt ist hier ein bisschen die Folie so, ab, aber okay. Ist nicht schlimm. War fies, ne? Okay, dann stellen wir das jetzt drauf. So, dann ein bisschen ausrichten hier. So. Also hier vorne sieht es gut aus. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob du irgendwie mit irgendwas davon vertraut bist, aber der Janis kann dir auf jeden Fall auch ein bisschen assistieren dabei. Also ich kann ja mit der Strömungspumpe anfangen, weil das kriege ich hin. Hallo und herzlich willkommen zu JS Quark und Artistik und heute werden wir uns der Radeon widmen und wir haben hier ein ganz fantastisches Paket zugeschickt bekommen. Schau direkt mal rein, sehen ein schwarzes Modell. Mein erster Eindruck ist von Qualität überflutet, denn wir haben hier ein fantastisches Netzteil, die Lampe und das Allerwichtigste, diese fantastischen Schrauben, die werden später aber noch wichtig, dazu komme ich gleich. Die brauchen wir nicht, ne? Okay. Herr Quarkmann, hier läuft ein Unboxing. Weiter geht es, meine Damen und Herren, mit dem RMS Lite 4 XR30 Lights. Dieses fantastische Produkt bekommt ihr natürlich im Onlineshop von aqua-airford.de. Seien Sie live dabei, wie sich Herr Neier in die Finger schneidet. Zack. Leute! Die haben wir gesagt, brauchen wir nicht, ne? Die brauchen wir. Die brauchen wir jetzt. Die brauchen wir. Wichtig. Sinn und Zweck dieser Gerätschaft ist es, eine Lampe in der Luft zu halten, brauchen wir natürlich eine Art Befestigung, die es mit in diesem fantastischen Set dabei gibt. Die muss man separat kaufen. Die muss man separat kaufen. Was? Ich als Experte empfehle Ihnen wärmstens, die mitgelieferten Schrauben, die exakt für dieses Produkt konzipiert wurden, zu verwenden. Jonas, wie lange brauchst du denn noch? Der hört nichts. Beim Anbringen einer Schraube ist es sehr wichtig, dies in der richtigen Reihenfolge zu machen. Denn wie uns IKEA schon gelehrt hat, muss man die Schrauben immer versetzt anbringen, damit sich das Produkt in der richtigen Art und Weise festzieht. Des Weiteren kommt es darauf an, den Stecker richtig zusammenzusetzen. Und führen wir den anderen Stecker zusammen, haben wir hier ein fertiges Produkt, was sofort für den Aquariengebrauch benutzbar ist. Das hätte ich ein bisschen schöner machen können. Aber es ist in Ordnung. Wir haben ja noch. Kennen Sie das Gefühl, Sie haben ein großes Aquarium und nur eine Lampe drauf? Eine zweite Lampe verschafft im Normalfall Abhilfe bei diesem Problem. Und daher widmen wir uns direkt diesem. Was ist hier eigentlich los? Ne? Nicht schwätze, arbeite. Ja, was für Arbeiten? Du trägst ja nur Sachen rum. Mit einer Maße von 1,60 m x 70 und einer 55er Höhe empfehlen wir von JS Quark Aquaristik einmal 3 Radeons zu installieren. Der Besatz in diesem Becken wird als LPS-Besatz eingestuft. Daher sind 3 Lampen natürlich komplett ausreichend gewählt. Soll das jetzt heißen, dass man damit keine SPS halten kann? Oder? Natürlich kann man damit SPS halten. Hervorragend kann Hervorragend man sogar, wie natürlich auf dem JS Aqua Kanal bewiesen. Los. Kommt mir das ziemlich lustlos vor, was ihr hier macht. Deine Mom ist lustlos. Da fällt mir nichts mehr zu ein, wirklich. Aber ich fand's schön, wie ihr die Spülbürste verkauft habt. Die hätte ich gerne im JS Aqua Online Shop. Kostet 100 Euro. 100?
Aber die ist dann auch handsigniert. Das ist schon leicht pervers. What you see is what you get. Gibt es da auch spezielle Anpassungen für Meerschweinchen? Meerschweinchen-Bürsten? Ja. Bis jetzt nicht, aber was nicht ist. Ich hatte doch mal ein solches. Ja. Guck mal, hier, nimm dir mal ein Beispiel. Der Robert ist der wesentlich bessere Assistent hier gerade. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt Unboxings machen? Soll ich da mit Glasreiniger rummachen? Du musst mir sagen, was ich tun soll. Du sollst das Ding da zusammenhauen. Das dauert aber auch. Das ist eine schwere Geburt hier. Guck mal hier, das ist geschützt. Mit 8 Lagen Polsterpapier ist das geschützt. Alter, willst du mich verarschen? Derjenige, der das zusammengepackt hat, ist auf jeden Fall ein krasser Typ. Das ist dann die Leiste oben, oder was? Jonas! Das ist dann für oben, wo dann quasi die Radiants dran befestigt werden. Ja, richtig. Okay. Die werden da drauf. Guck mal, hier sind so Dinger drin, so Haken quasi. Und das wird hier in das Profil mit eingeschoben. Okay. Ich verstehe. Und das hängt dann hier so über dem Becken drüber. Ne? Hier hängt die erste, Mitte, da, zack. Und dann können wir hier hinten schön die Kabel runter. Und alles ist das ist ja fantastisch. Vielen Dank. Der Oberhammer. Vielen Dank. 100%ig richtig jetzt. Ja. Ein weiteres Unboxing soll es sein. So. Wir haben hier einen Abschäumer, den ich tatsächlich noch selber nie in der Hand hatte. Ich bin sehr gespannt. Da-da-da-da. Das sieht ja schon mal sehr, sehr schön aus. Sehr angenehm für die Ohren. Das glaube ich. Italiano. Manuel Originale. Ein echter Mann braucht keine Anleitung, oder? Das ist Kunststoff? Ja. Das ist Kunststoff? Alter. Jetzt weiß ich, was du mit der Ich bin auf deine Live-Reaktion gespannt gemeint ist. Puh. Wow, also. Krass. Krass, weißt du, was der kostet? Viel. Ja, also ist halt wirklich, ne? Das ist schon krass. Das ist schon echt schwer, ne? Ja, das hat natürlich den Vorteil, dass es nicht rappeln kann. Ne? So. Ja, ja klar. Je schwerer das Ding ist, desto weniger Sound kann ja auch eigentlich da. Das ist schon ziemlich, ziemlich fresh. Zack. Echt ein Titanschrauben. Oh ja. Salzwasser geschützt. Ich begeister mich halt für sowas. Ne? Wie schön das gearbeitet. Wenn du mal guckst hier, da ist ja alles also super geil CNC gefräst. Ne? Alles total sauber. Und das, mir macht da. Macht das schon Spaß. Also ich denke mal, dass das hier reingebaut wird, oder? Ja, das würde Sinn ergeben. Na? Jonas? So rum rein, oder? Ja, genau. Ja. Okay. Guck mal, das machen wir doch ganz fein hier. A la Ikea. Spezielle Daten kann ich euch natürlich nicht zu diesem Abschäumer nennen, da der Jonas das Ganze ausgesucht hat. Und ich das Teil auch zum ersten Mal in der Hand habe. Auf wie viel Liter ist der ausgelegt, der Abschäumer? 800, glaube ich. Mhm. 750, 800, ne? Mhm. Auf jeden Fall passend für das Becken, definitiv. Hier haben wir nochmal einen separaten Ablauf, wenn man da ganz praktisch gerade in Urlaub will oder sowas. Dann lässt das einfach mal neben das Becken auf dem Fußboden laufen. Genau, stellst du einfach einen Gummistiefel daneben und dann kann das Ganze da reinsuppen. Wie man das so macht. So. Und so, also vom Gefühl her. Also lass das schon mal. Tobi, du kannst ja mal eben kurz assistieren. Nimm mal das Klebeband bitte. Kommst du so an die Decke? Ja, ne? Ich glaube. Ja. Müsste. Also wenn ich jetzt punktuell auf das X gehe. Ja, dann wäre so, ja? Wäre so, ja. Gut. Zack. Das ist immer gut, wenn man eine Aufgabe mit Bravour besteht. Schön, ne? Das ist unsere Rückförderpumpe. Da gehe ich mal stark davon aus. Was soll ich dir dazu sagen? Jetzt können wir hier was Schönes auspacken. Damit bist du schon vertraut? Mit dieser Marke bin ich bestens vertraut. Denn, warte mal, zack. Wir haben hier eine etwas größere Tonsepumpe. Das ist die Stream 6125. Die kommt jetzt an die Rückwand. Ja, die kommt jetzt an die Rückwand. Wir haben auch gerade erfahren, wir werden noch nachträglich zwei Nero 5s
bekommen, die dann nochmal für mehr Strömung sorgen. Aber gerade am Anfang, wenn da jetzt auch noch nicht so die Korallen drin sind, dann denke ich mal, ist es okay, wenn wir noch mit einem etwas strömungsarmeren Konzept fahren. Die, denke ich, bauen wir aber zum Schluss ein. Die DD-Produkte sind ja eigentlich vom Einbau immer relativ simpel. Ein Mini-Pümpchen. Ein Mini-Mini-Mini-Pümpchen, was einmal im Nachfülltank sitzt. Aber die fleißigen JS Aqua-Zuschauer, die kennen dieses Gerät ja bereits bestens. Das macht aber, glaube ich, auch einfach Sinn, wenn wir das später aufbauen. Da würde ich sagen, haben wir unseren Job gut gemacht. Und der Aufbau der einzelnen Technikkomponenten ist vollbracht. Wir werden jetzt die Halterungen für die Lampen befestigen. Genau. Mit diesem Schraubverschluss. Der Herr Neier persönlich. Drücken. Ja. Zack. Du musst noch mehr, so ein Ding? Mehr drücken und langsamer. Guck mal, auf 1 stellen, dann dreht er nicht zu schnell. Der stand noch auf Geld verdienen, weißt du? Ich muss erst Calcium dosieren hier. In Wahrheit arbeitet der Jonas nämlich wirklich so schnell. Die Videos, die sind kaum geschnitten. Und du erzählst immer nur irgendwas von, ja, wir sind jetzt hier seit 10 Stunden, bla 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 bla. Ein sehr leckerer Kaffee. Ja, jetzt kannst du diese Hülsen, guck mal, da wird die Seite, die werden da so reingeschraubt. Ja, bei den Dingern hier. Schneidest du die immer ab? Nein. Oder knüllst du die, damit man... Ich schneide die nicht ab, das ja. überlasse ich dem Kunden. Weil das ist ja immer dann wieder die Frage. Dann bin ich hinterher der Blödmann, der die abgeschnitten hat. Genau. Und wenn man das einmal runternehmen möchte, kriegt man das nie wieder drauf. Das Aquarien 1x1 der Meerwasser-Aquaristik mit diesen Lampen. Janis, wie immer. Voll im Weg. So, habe ich gesagt. Das ist so schön. Was ist los? Ich glaube, wir müssen eine stabile Seitenlage machen, oder? Komm her, Schatzi. Du musst jetzt angeben, dass Blut im Video mit drin ist. Ist ne? das so? Ja. Nee, das ist kein Blut. Das ist nicht, das ist nur Fake-Blut. Okay. Immer am Handy. Ja, Ui, pack an jetzt, komm. Nee, sorry, Leute. Nicht zum Rumhängen und so. Okay, so, komm, wir ziehen das mal eben hoch, ohne darüber zu reden. So, kannst einfach, nee, ja, so reicht schon, passt, genau. Kannst du so hängen lassen. So, dann schmeißt du es hier rein, ne? Hier. Wie machst du die am besten fest? Auf und dann ineinander und dann rein und dann fertig. Okay. Mit dem Kabel, wenn nur zwei, mach ich die eben fest. Hm, wo ist die dritte Lampe? Die von dritte Lampe kommt hier vorne hin. Auf dem Sofa oder auf dem. Achso, ich dachte, die wäre schon im Tesla oder was. Nix passiert. So. Starke Arm. Ja klar. Hält die Lampe. Zack. Schieb rein das Ding doch. Zieh. Natürlich alle unterschiedlich lang. Ja, aber es passt. Also als nächstes machen wir die absolute Blitzverrohrung, die ich schon vorbereitet habe. Weischt. Ich weiß Bescheid. Sagt man das nicht hier weischt? Nee. Das war dann wieder beim Patrick, ne? Mit der Schneggle. Logischerweise du nicht. Ach ja. Ja nicht mit der Kante. Na, mal ich mach nix. Okay. Alles gut. Okay. Tu, was ich auch tun würde. Ja. Tu nur, was ich auch tun würde. Ich glaub, das sah Glasecke und. Das sah aus deiner Position, glaube ich, kritischer aus, als es war. Ja. Passt. Das passt ja wie angegossen. Komisch. Als ob es geplant worden wäre. Nee. Man weiß es nicht. Dann doch. Setzen wir mal eben die Verschraubungen ein, holen den Lieferschein daraus. Möchtest du das übernehmen? Ja. Sehr gerne. Lieferschein-Aquaristik. Ah, was haben wir denn hier? Du filmst auch die meiste Zeit einfach nur Jonas Hintern, ne? Wenn er irgendeinen Mist sucht. Das ist gar nicht deine Schuld, Schatzi. Hier ist nichts deine Schuld. Während ihr ja über Tiefsee redet, habe ich mal eben hier was verrohrt. Ja, das war jetzt so 2 Minuten oder was. Mit ein bisschen Kaugummi zusammengematscht. Das Einzige, wo ich mal koche, ist vor Wut, aber ansonsten. Wenn der Abschäumer. Wenn er überköchelt. Ja, der Abschäumer, der köchelt nur. Soll ich da von oben irgendwas festhalten oder so? Nee. Ich mache das ganz autonom. Ich bin da eher so. Der Einzelgänger-Typ. Ja, ich merke schon. Ich bin so der einsame Wolf. Ja.
Ja, Aquaristik. Demnächst kommt bei uns, also da wird ein Mecker-Video, da werde ich völlig eskalieren. Das kann ich schon mal sagen. Ich werde einfach komplett total eskalieren. Das wird meckern vom Allerfeinsten. Nee, das wird wirklich, das wird ausrasten vom Allerfeinsten. So, ich habe da mal was gebastelt. Hängst du ihn rein oder stellst du also den? Also was mir da, kann ich ja mal eben sagen, jetzt kann ich ja mal meckern. Was mir wirklich auf die Nerven geht an dem Ding, ist, dass die Anschlüsse jetzt so nah hier an dem Motor und am Schwimmer dran sind. Und wenn man nicht echt richtig aufpasst, dann hängen die ganz auf dem Wasser, wenn man die Rückförderpumpe ausschaltet. Wenn ja, habe ich schon gesehen, dass die im Wasser hängen. Ja. Und das ist echt richtig ätzend. Also die Anschlüsse einfach irgendwo hier hin machen, wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen, denke ich. Und es gibt ja auch tatsächlich einige Firmen, die das so machen. Ja, die Anschlüsse das war auch mal so bei denen. Das war wirklich mal so. Aber das ist nicht mehr. Haben die gar nicht mehr nötig. Da haben die gedacht, na, jetzt wo JS Aqua hier uns immer erwähnt, da braucht man sowas nicht mehr. Soll uns keine Mühe mehr geben. Ich hab das mal hier vorbereitet, nicht wahr? Also, das ist schon geil, wenn das einfach nur zusammengesetzt wird, ne? Und alles passt. Ich hab das mal hier vorbereitet. So. Klebst du den unten noch groß oder lässt du das so? Nein, nein, nee, kleb ich nie. Bei Rückführung. Sonst willst du den ja auch rausnehmen schon mal oder was, ne? Dann ist natürlich doof. Jetzt bräuchte ich noch den Abschirm. Kommt. Das sieht nicht so schön aus, aber das ist eigentlich total cool, was ich hier gemacht habe. Das hier so zusammengesteckt, dann steht der Filter ordentlicher, dachte ich mir. Bumm. So, guck mal, wie schön. Nur zwei zuklebende Stellen gibt es. Nur zwei Stellen. Nur zwei Stellen. Ganz neue Sachen bei JS Aqua hier. Mach hier irgendwas kaputt? Das klingt nicht gut. Kümmere dich mal bitte um den Kollegen Neuer. Eigentlich müsste es doch aufgehen, oder habe ich die falsch rum aufgeschraubt? Kaputt machen können wir jetzt nicht gebrauchen. Nehmen Sie die Röhre. Röhre. Zack. Eine Qualitätsröhre aus dem Hause Osram. Soll ich ihn reinstecken? Tu's. So rum, ne? Ja. Die rum ist eigentlich immer egal. Nee. Später beschwerst du dich wieder. Ich beschwere mich nie. Mach mal mit deinen Röhren weiter. Ich bin fertig mit den Röhren. Ja, dann kommt alles, jetzt... Alles tippitoppi hier. Alles verröhrt. Ich habe alles fertig verröhrt. Gut. Wie wird denn eine Osmoseanlage? Wie wird denn eine UV-Anlage montiert? Eine UV-Anlage hast du im Normalfall immer in dem Zulauf drin. Oh, shots fired! Alter! Also das macht man wirklich nicht. Also du nimmst... Die UV-Anlage einfach immer im Bypass drin. Immer im Bypass. Okay. Das ist nicht effizient, was Durchfluss angeht. Außerdem, eine UV-Anlage sollte immer langsam laufen. Jetzt habe ich ja gehört, dass der Kollege von Plankton Plus empfohlen hat, den direkten in die Druckleitung mit einzubauen. Ne? Wenn sie halt groß genug ist. Eine 11 Watt. Eine 11 Watt. Die reicht vollkommen aus für das Becken. Das würde ja sowieso nicht funktionieren im Zulauf. Richtig. Ist ja viel zu klein. Aber das ist halt nicht besonders stromeffizient, wenn du jetzt eine 55 Watt da einbaust, nur um die in die Druckleitung reinzuhämmern. Aus der Perspektive ist das natürlich richtig. Das Wichtige, worauf ich hinaus wollte, ist bei einer UV-Anlage immer unten rein, oben raus. Damit die sich von selber entlüftet. Ach so, meinst du das? Genau. Ja. Deswegen kommt der Anschluss, der da schon ist, mit dem durchsichtigen Schlauch, der kommt unten dran. So. Sehr schön. Nehmt euch mal Beispiel am Robert. Der ist ein Top-Mitarbeiter immer. Ja, wir haben halt viel geredet. Das ist ein Argument. Genau. Er gab sein Bestes. Epo-Rief und so, ne? Ich schraub das mal eben noch an und dann können wir damit loslegen. Da hinten stehen so Kisten. Oder kenne ich einen guten Gag, den mache ich gleich mit dir. Nee. Aber erst, wenn du nicht mehr dran denkst, dass ich mit dir einen Gag machen wollte. Ich schlage aus Reflex immer zu, Jonas. Ist das so? Ja, immer. Ja, da kommt ja nichts mehr rum bei dir, sehe ich doch. Die Teile willst du wahrscheinlich eher bodentechnisch haben, ne? Dass man so mehrere Standbeine macht und dass du dann mit solchen Sachen oben drauf gehst. Da könnte ich mich schon wieder aufregen. Ja, warum denn?
Wenn mich das aufregt, du regst dich den ganzen Tag immer auf. Das ist nicht richtig. Das ist nicht gut für deine Nerven. Das stimmt auch. Ich glaube, ich empfehle dir mal einen guten Seelsorger oder sowas. Einen Seelsorger. Vielleicht bräuchte ich einen Wutball oder sowas. Aber einen, der so Geräusche macht, dass man immer hört, so wenn... Jonas. Ich geh mal eben. Norbert hat mal was vorbereitet. Das war Norberts Vorbereitung. Mhm. So in etwa. Und jetzt machen wir das einfach ganz anders. Also ohne diese beiden Äste sind das 18,6 Kilo. Und da können wir gucken, was wir damit machen. Können wir einfach wild anfangen, damit irgendwas zu bauen. Das ist ein Treppenstein, so nennt ihr den. Den nehme ich immer als Ast. Achtest du jetzt beim Scapen schon auf Besatz? Oder haust du einfach rein? Ja, Besatz in Form von Korallen vielleicht, weil ich ja nie hochbaue. Ne? Auch bei so einem Becken jetzt hier, wo wir grob einen 50er Wasserstand haben, würde ich eigentlich nie höher als 30 bauen, weil du setzt Korallen oben drauf und zack, bist unter der Wasseroberfläche. Man kann mal so einen Punkt irgendwie höher machen, wo du irgendwelche flach wachsenden SPS vielleicht draufsetzt, ne? Oder langsam wachsende Akros irgendwann oder irgendwas. Aber ansonsten würde ich da nicht so eskalieren, dass man jetzt hier bis hier oben hinbaut. Also das macht relativ wenig Sinn. Ist immer meine Meinung. Wenn du einen anderen Geschmack hast und sagst, ich möchte hier gerne irgendwas Toast haben oder aus dem Wasser raus, oder von mir aus auch das, können wir alles machen. Ich habe eigentlich vorgestellt, hinten höher und so nach vorne und dann vorne so eine einzelne Insel. Können wir ja einfach mal machen. Der Tobi kann sich mal einen Brückenstein schnappen. Ein bisschen tatsächlich aufpassen, dass man nicht irgendwo in die Scheiben reinhaut. Guck mal, jetzt habe ich dir hier die drei Dinger, genau so, die drei Dinger hier hingestellt. Und der hat ja drei Ausläufer quasi. Warte mal, können wir den vielleicht mal so stellen. Und das Schöne ist ja, jetzt kannst du hier so ein Ding nehmen und das gleich hier irgendwo so ankleben. Und schon bist du relativ hoch am Schacht. Und dann können wir später hier, der hat so schöne Plättchen auch mit eingepackt. Ein bisschen abspitzen mit einem Kabelbinder oder so, dann kann man sich hier so schöne Tellerchen noch dran bauen. Also ich fände das geil, wenn du quasi von links und rechts auch von der Höhe unterschiedliche Äste hast. Ne? Ist ja eigentlich recht schön, wenn du diesen Raumteiler-Flair nutzt, dass du gerade jetzt mit eher punktueller Beleuchtung diesen Schimmereffekt hast. Der spiegelt sich natürlich hier dann schön ab, wenn du da eine freie Sandfläche lässt. Keine Sandfläche. Es gibt keine Sandfläche. Natürlich gibt es eine Sandfläche, oder? Nein, es gibt ja keinen Sand hier. Ach, stimmt. Ja, gut, meinst du, aber warum, das, der Effekt ist doch der gleiche, wenn du weißen Boden hast. Ja, klar. Kalkroter Algenboden, meinst du? Kalkroter, okay. Willst du schrubben? Willst du den Boden freischrubben? Oder? Frei. Ja, immer wieder. Jeden Tag. Von Kelcher, den Dampfstrahler. Ja. Ui. Jetzt habe ich es selber gemacht, mit Ansage. Das muss der Janis aber drin lassen. Bitte nicht. Damit es nicht so peinlich für mich ist. Ist halt wirklich sehr flach, ne? Aber ja, das willst Tobi du so haben. Also ich, das heißt aber nicht, dass wir das so machen müssen. Mhm. Wir können das auch hier so dran machen, dann ist das ein bisschen höher vielleicht, so in der Richtung. Aber wenn du überlegst, du hast hier den Wasserstand, ne? Naja. Wo willst du hin? Also das ist wesentlich besser. Und du hast vor allem auch noch die Möglichkeit, hier unten drauf zu stellen, ne? Weil nicht so viel Licht weggenommen wird. Ja, aber wir haben auch noch so was, ne? Ja, genau, genau. Kannst ja auch noch hier, guck mal, noch sowas. Achtung, Achtung. Mhm, genau. Könntest den hier sogar noch eine weiter hinten hin machen, ne? Dass du den quasi von hier rausgehen lässt. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie das machen würde oder ob man damit nicht vielleicht sogar noch ein Stückchen höher bauen sollte hier. Den können wir fliegend machen, finde ich schöner, glaube ich. Noch ein Stück Styro. Und die Höhle, die kannst du ja hinpacken, wo du willst, hinterher. Ne? Die ist ja jetzt hier mit hier unten noch so irgendwo rein oder so. Ne? Von hier sieht es auf jeden Fall richtig gut aus auch. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Wie sieht das jetzt mit Epoxidharz aus? Genau. Wenn du das, nur am Ende so eine Welle reinmachst. Das bleibt dann so. Hammer. Komm, schreiben wir JS Aqua drauf. In den Online-Shop und den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Der JS Aqua Reef Bond Löffel. Die Black Edition. Die Silver Edition ist es doch. Black Silver Edition. Ist das so? Ich weiß nicht. Ich empfinde das gar nicht. Janis, ist das so? Was? Bin ich nie mit was zufrieden? Ja. Scheiße, ehrlich? Ja, merkst du was? Ja, kann ich sehr, sehr viel über mich hier lernen heute. Du kannst ja jetzt einfach mal die Meinung von anderen zulassen. Ja, klar.
Macht er. Ja, klar, sagt er. Das tue ich immer. Ja. Ja, ja, ja. Ob ich ja. die annehme, das ist die andere ja, Frage. Ja, genau. Zulassen tue ich sie. Wie ist denn das perfekte und ideale Mischverhältnis? Das musst du fühlen. Das musst du von Herzen musst du das fühlen. Komm, ich mach mal eine Mischung mit Hanauer Wasser. Das ist das Beste vom Besten. Ist das so? Für ja, Respond ja. auch? Ist das zugelassen? Ja. Okay. Du haust einfach erstmal hier ordentlich rein. Das ist immer wichtig. Mörtel! Hau mal ordentlich rein. Mach mal einen Schluck Wasser rein. Ja. Hanauer Wasser. Gutes Hanauer. Das ist ganz nicht Wolwig Wasser. Genau. Ja, jetzt gucken wir mal nach der Konsistenz. Sehr, sehr gut. Aber mit dem JS Aqua-Löffel geht das erstaunlich gut. Der schneidet durch den Mörtel wie nichts anderes. Ich nehme das direkt in die Hand, weil das geht eh nicht vom Löffel runter. Ja gut, halt mal bitte. Stell dir das ruhig hier hin. Machen wir mal hier einen Mörtelkurs. Dann schmierst du das richtig schön da drum. Ist gut. Ist gut, oder? Ja, genau. Als hättest du das schon mal gemacht. Als hättest du das schon mal gemacht. Mein erstes Aquarium, ey. Wir müssen ja auch wirklich explizit darauf achten, dass die Glasscheibe frei bleibt, ne? Weil da ja gar kein Sand reinkommt. Also sowas hier ist ja dann... Ja, das können wir später wegmachen. Ich habe gehört, der Robert hat einen 1 Meter langen Schaber. Hat er! Also dieser Löffel, der ist Premium. Ja, der ist schon nicht schlecht. Da kannst du ruhig was mehr nehmen. Klatsch da drauf. Das sind so 3-4 Klebestellen eigentlich nur, was ich da angerührt habe. Okay. Ich muss hier was... Guck mal, was ich hier gemixt habe, ob dir das Hammer. Auch taugt. Richtig gut, Tobi. Das ist doch fantastisch. Ja, ein bisschen hier, ein bisschen da, ist eh. Der Mörtel fällt eh komplett auseinander und dann hast du die ganzen Steine da später ja. wieder liegen. Aber dann sind wir ja schon weg. Und lachen uns ins Fäustchen. Manchmal weiß man das einfach schon, dass das, was man da gerade macht, das kann eigentlich nicht so richtig gut funktionieren. Es geht einfach nur um die nächsten 2 Stunden und fertig. Wassermarsch? Wassermarsch. Jawohl! Das Becken steht, aber nur mit vollentsalztem Wasser. Wir haben noch kein Salz drin, da muss ein bisschen Temperatur noch drauf. Die Post hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich habe vorher die Osmoseanlage rausgeschickt, aber die kam jetzt erst nach 1 Woche an. So war es Robert nicht möglich, hier das Wasser vorzubereiten und wir mussten es mit dem Vollentsalzer machen. Und jetzt ist das noch ein wenig frisch für Salz. Geht nicht. Was haben wir denn heute gemacht, Tobi? An sich eigentlich alles. Würde ich mal sagen. Das ist die Top-Antwort. Nee, also ich glaube, wir haben da wirklich absolut alles aus dem Potenzial, was wir mitgebracht haben, rausgeholt, würde ich mal sagen. Ja. Von Technik über komplett Riffbau bis hin zur gesamten Einstellung, weil das Einzige, was fehlt, ist noch Salz. Richtig. Sollen wir mal eben die Technik durchgehen? Machen wir. Gut. Läuft jetzt alles gerade nicht. Wie gesagt, muss auf Temperatur. Also, wir haben eine Vectra S2 Förderpumpe und eigentlich wie immer hier den DD Medienfilter. Wir haben einen 180er Abschäumer von Ultra Reef. Auch der wieder mit der Sitchepumpe nicht abschrecken lassen. Der brummt auch, wenn wir den anmachen. Aber ich habe die Rückmeldung gekriegt, nach 2 Tagen ist das Ding flüsterleise. Muss also einlaufen, genauso wie die Tunzepumpe hier oben. Das ist nicht die Pumpe, die eigentlich dahin soll. Wir haben eigentlich 2 AI Nero 5 für das Becken vorgesehen, aber seit Monaten nicht lieferbar. Es wird Zeit für neue Pumpen, ich brauche welche. Die brummt auch, Tunze, ersten Tage immer ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ist nur ein Replacement im Moment, wird ausgetauscht. Ansonsten haben wir einen Clarity-Filter hier. Das ist der 5000er. Ich verbaue eigentlich immer nur den 5000er, weil einfach ja, Preisunterschied zum 3000er ist nicht so groß, aber deutlich mehr Standzeit, was die Rolle angeht. Hier haben wir den Technikabteil. Da ist hier eine Eheim UV 11 Watt drin. Mein Telefon klingelt schon wieder. Und wir haben hier so die diverse Technik installiert. 2 Steckdosenleisten und ja, was weiß ich was alles. Wasserstand vom Technikbecken ist gerade was höher, weil gerade keine Pumpen laufen. Ja? Wisst ihr Bescheid. ansonsten ja, war hier ausdrücklich der Wunsch und ich befürworte das immer. Kein Sand im Becken. Wir haben den Boden vom Becken weiß foliert. Macht einen Unterschied im Gegensatz dazu, wenn man eine weiße Holzplatte drunter hat. Weil, wenn man eine Folie auf dem Boden hat, dann sieht man das Weiß. Wenn man keine Folie drauf hat und es ist eine weiße Holzplatte drunter, dann reflektiert der Boden einfach nur. Ist wie eine Spiegelung. Wenn man jetzt hier so durch das Becken durchguckt, durch die Scheibe da, die hier, kann ich nicht durchgucken, reflektiert. Ist da Kontakt drauf, ich halte meinen Finger drauf,
dann sehe ich hier irgendwo einen Fingerabdruck. Und genau das gleiche Prinzip haben wir mit der Folie auch. Wenn eine Folie drauf ist, sehe ich den weißen Farbton. Habe ich die Folie nicht drauf, spiegelt das. Von oben sehe ich dann wieder weiß, aber gut, okay. Ja, das sorgt für eine unheimliche Reflexion im Becken. Also es wirkt viel, viel, viel heller, als wenn wir jetzt beigen Sand drin hätten. Der Robert will's putzen, hat er gesagt. Er will es sauber halten. Wir schauen mal, was passiert. Und gucken, wie lange das durchhält. Es sieht auch cool aus, wenn einfach Kalkrot einem Wachstum drauf ist oder wenn wir Korallen aufkleben. Flach wachsende Montipora-Arten. Wir können Zoanthus, Scheibenanemonen, all sowas können wir auf den Boden setzen und das sieht einfach cool aus. Macht eine ganz besondere Optik und ist auf jeden Fall pflegeleichter. Viel, viel pflegeleichter, als wenn man Sand drin hat. Vielen Dank, dass du komm dabei warst. Oh, danke, dass ich da sein durfte. Es war sehr, sehr schön, mal bei euch dabei zu sein und hinter die Kulissen zu schauen, wie das Ganze vonstatten geht. Und ich kann sagen, das ist eine sehr, sehr professionelle Arbeit, die hier an den Tag gelegt wird. Ich habe leider keine Ahnung. Ich wusste damit. Ich wollte es nur faken. Das hat man dann 100 Tage. Ja. Nee, sehr, sehr schön. Das ist mir Geld leihen. Ja. Cool. Nee, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Aber wir sind auch platt jetzt, ne? Aber ja, ich denke mal, jetzt auch, genau. Abschlusskäffchen und dann. Ab nach Hause. Guckt mal bei js.aqua.insta rein. Und der Jannis hat meine Homepage neu gemacht. Wollte ich auch mal irgendwie ansprechen. aquarien-pflege.de mit einem besonderen Video, das ich mit einem Kunden gedreht habe. Könnt ihr mal reingucken. Ansonsten sehr schön geworden. Jannis hat Fotos gemacht und ein bisschen Style hier und da rausgehauen. Schaut mal rein. Vielen Dank fürs Zugucken. Ciao. Tschö.